Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an. Wir werden uns gemeinsam zwei Spiele genauer anschauen. Des Weiteren werden wir das letzte Gewinnspiel auflösen und ein neues veranstalten, wo es auch wieder eine 10 € Paysafe-Karte und einen Monat gratis Premium zu gewinnen gibt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um das nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Auflösung des letzten Gewinnspiels. Beim letzten Gewinnspiel war das Ergebnis zu Gladbach gegen Stuttgart gefragt. Gladbach gewann hier überraschenderweise mit 3:1. Das hat hier keiner vorausgesehen. Dementsprechend gibt es auch keinen Gewinner. Und genau, dann drücke ich aber auf jeden Fall jetzt diesmal jedem die Daumen. Wie natürlich immer hoffe auch natürlich, dass es auch Gewinner gibt diesmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in das erste Spiel. Das erste Spiel, was wir uns genauer anschauen werden, ist einmal Darmstadt gegen Frankfurt. Kurz zu der Personalsituation, wie immer. Bei Darmstadt fehlen Nürnberger, Mehlen und Hornby. Darunter sind zwei Mittelfeldspieler. Gehe ich gleich darauf ein, warum ich das jetzt nochmal erwähne. Bei Frankfurt fehlen Skiri, Marmoush, Rode, Chandler und Max. Hier sind auch ebenfalls zwei Mittelfeldspieler dabei und zwei Abwehrspieler. Sprich, es kann hier oft Tore hindeuten, hier die Ausfälle. Kann zu Toren führen. Frankfurt hat vor dem Spiel gegen Leipzig in 9 Bundesliga in Folge, sind bei denen mindestens 3 Tore gefallen. Bei Darmstadt fallen auch durchschnittlich 3,76 Tore pro Spiel. Insgesamt finde ich, dass hier einiges für Tore spricht. Bei Frankfurt zeigt auch die Formkurve nach oben. Darmstadt, ja, hinten Abwehr sehr löchrig. Dementsprechend finde ich hier das über 2,5 Tore ganz gut. Wette, Quote ist hier bei 1,834. Faire Quote sehe ich hier bei einer 1,65. Darmstadt auch definitiv für ein Tor gut. Offensiv ist es ganz in Ordnung, aber hinten, ja, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr miserabel. Ich tippe hier auf ein 3:1 für Frankfurt. Das zweite Spiel, was wir uns genau anschauen werden, ist einmal Bochum gegen Stuttgart. Auch hierzu kurz nochmal zur Personalsituation. Bei Bochum fehlen Asano und Ordetz wohl verletzt. Gamboa kam hier neu dazu, er ist jetzt gelb gesperrt. Bei Stuttgart, wie auch im letzten Spiel, Guirassy, Ito, Silas und Jong. Aufgrund des Afrika Cups bzw. Asien Cups bei Ito und Young. Stuttgart hatte jetzt zuletzt gegen Gladbach in Gladbach eine 1,9er Quote gehabt. Jetzt haben sie in Bochum eine 2,0er Quote. Finde ich sehr, sehr interessant, weil Gladbach echt einfach mega stark gespielt hat gegen Stuttgart und Bochum hat hier gegen Bremen enttäuscht. Dementsprechend habe ich die Quote hier im Auge. Falls sie noch ein bisschen weiter steigt, gehe ich hier wahrscheinlich drauf. Um das nicht zu verpassen, checkt auf jeden Fall gerne die Premium ab. Die letzte Wette, die haben wir auch schon da Premium platziert. Das über 2,5 bei Darmstadt Frankfurt. Das nur zur Info. Und ich würde sagen, wir, also Ergebnis wäre ja ein 2:1 für Stuttgart. Und ich würde sagen, wir veranstalten ja auch nochmal ein Gewinnspiel zu dem Spiel Bochum gegen Stuttgart. Also schreibt uns euer korrektes Ergebnis zu dem Spiel in die Kommentare mit einer kurzen Begründung. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Schon seid ihr mit dabei. Drücke ich natürlich wie immer allen die Daumen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.